Heute möchten wir euch vom Projekt Creando Puentes erzählen. Hört sich ziemlich spanisch an. Ist auch spanisch. Die Idee dazu hatte die Yehudi-Menuhin-Stiftung in Spanien. Das Geld kommt von der Europäischen Union dafür. Und so entsteht ein Erasmus-Plus-Projekt. Mitmachen dürfen 9 Städte in 5 europäischen Ländern. Belgien, Deutschland, Italien, Portugal und Spanien. Dort gibt es überall Musikklassen, wo KünstlerInnen mit Kindern in den Schulen Kunst machen. Und nun werden die Musikklassen die Museen in ihren Städten besuchen. Und hier in Mannheim, wo wir eine Verbindung schaffen zwischen der Kunsthalle Mannheim und der Friedrich-Ebert-Schule. Am Friedrichsplatz, ganz in der Nähe des Wasserturms, steht die Kunsthalle. Die ist ganz schön groß. Ups, hier steht ja schon das erste Kunstwerk. Sein Name ist Capricorn. Er sieht ein bisschen aus wie ein Wächter mit seinem Stab. Aber eigentlich sind da ja noch viel mehr Figuren. Gehen wir mal weiter. Das ist Foyer. Guten Tag. Auch hier müssen alle Masken tragen. Huch, da oben bewegt sich ja was. Ein Stein und eine Uhr. Hoffentlich fallen die nicht runter. Aber dafür hat die Künstlerin Alicia Quade bestimmt schon gesorgt. Da ist ja die Kasse. Kinder haben freien Eintritt. Da kommt ja schon Eva. Wo will sie denn hin mit dem riesen Koffer? Das ist der Museumskoffer. Mit dem besuchen wir die Kinder in den Schulen, um sie auf den Besuch in der Kunsthalle vorzubereiten. Was drin ist, verraten wir noch nicht. Ist ein Geheimnis. Seid ihr schon neugierig? Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken dazu machen. Im zweiten Stock befindet sich die Sammlung der Kunsthalle. Eine Menge Kunstwerke. Und hier die Malerei. Hier hat sich ein Maler selbst gemalt, Max Lefort. Woran kann man denn das erkennen? Die Skulpturen brauchen ganz schön viel Platz. Auch hier gibt es sehr große und sehr kleine Exemplare. Man sagt dazu Plastiken oder Skulpturen. Sie sind aus ganz verschiedenen Materialien. In der Kunsthalle gibt es noch viel mehr Räume zu entdecken. Aber ihr müsst mal selber herkommen. Außerdem muss Eva jetzt mit dem Koffer los. Bis bald! Wir freuen uns schon auf euren Besuch.